Nein! So. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt hier runtergehen. Oh. So. Und dann geht es auf Remove Sand. Ups. Hm. Ah. Replace Sand 0. Ha, Glück gehabt. Ja, ist jetzt nicht allzu sehr ins Gewicht gefallen hier, Gott sei Dank. Scheiße, hier sind ganz viele Fackeln. Kann ich sagen, ist ein Creeper reingelaufen, ist ein Creeper explodiert. Das wird er gar nicht merken, der Torgix. Eieieiei. Mensch, wenn man da mal alleine aufnimmt, macht man nur Blödsinn. Also, nehmt niemals alleine auf, holt euch immer einen Partner, der euch an die Hand nimmt. Der dann sagt, ja, ich will mit euch aufnehmen. Du guckst schon wieder wie so ein Gremlin. Ach ja. Grüne Wolle. So. Ah! Alter! Hast du einen Arsch offen, Creeper? Wie kann hier ein Creeper drinnen spawnen? Ich raff das nicht. Die kommen ja mittlerweile auch Leitern runter, ne? Das ist wie bei den Zombies. Die kommen jetzt auch Leitern runter. Die klettern einfach Leitern runter. Unnormal. So. Und dann schalten wir den Spielmodus wieder um. Game Mode 0. Ja, dann will ich mal einmal eben gucken. Hm? So. Ah, da hinten ist schon wieder ein Skelett. Hallo. Hallo. Mensch. Mann. Kotze, Alter. Pisskotz-Skelett, ey. Geh mir nicht auf den Sack! Mann! Arschloch, das hast du da nun von. Das hast du davon. Hier, den kriegst du von mir. Ist doch richtig so, oder? Ja. Wollte ich auch sagen, Leute. Dieses Mistkind, ey. So ein Mistkind. Boah, ey. Ich hasse diese Skelette. Ich hasse sie. Ich hasse ihre gesamte Generation. Der Skelette. Ist da was wir eben machen? Wir können ja mal eben gucken. Haben wir noch Erde dabei? Erde haben wir nicht dabei. Okay, dann müssen wir unsere Erde holen. Und dann werden wir das Ganze eben mit Erde auffüllen. So, und ich weiß noch gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Eine Stunde ist es noch nicht. Ich weiß gar nicht, welches Lied das auch gerade ist. Ja, und es ist das eine von zwei neuen Let's Plays, das angelaufen. Jarnas Sisters Twisted Dreams. Habe ich euch ja bereits gesagt gehabt, dass das kommen wird. Oh, Mann, oh. Wie kann ich, warte mal. Unbind. Hm. Ah, ich weiß was. Nee. Scheiße. Jetzt kann ich mit der Eisenschaufel nicht mehr schaufeln. Ach, verdammt. Ja, ich weiß, das kommt davon, wenn man da Singleplayer-Commands nutzt. Ich will mal was gucken. Zeus. Hm, geht auch nicht. Gaia. Auch nicht. Egal. So, wir sind auf jeden Fall soweit mit der Villa fertig.
Was wir jetzt noch machen könnten ist, also wir haben jetzt hier zumindest den Eingang so, wir können den Eingang auch noch ganz anders machen, wartet mal. Ich habe eine wunderbare Idee, eine furchtbar wunderbare Idee. Eine wunderbar furchtbare Idee. Und dann werden wir eben mal gucken. Wir machen uns hier einfach einen Steg oder sowas. So, und dann holen wir uns mal Zäune oder so. Alter, wo sind hier jetzt schon wieder Zombies? Oh, weg, weg, ihr Pekeviecher. Ihr geht mir auf den Sack. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Difficulty. Ah, null. Mann! Dreckvieh. Ja, was für eine große Scheiße. Eine große, große Scheiße heute. Ach. Sprengt er erstmal die halbe Treppe da in die Luft. Ja, wenn man sowas wie einen Keller macht, dann macht man auch gefälligst genug Beleuchtung dahin. Und nicht, dass man hier nirgendwo Fackeln anbringt. Ich weiß nicht, ob ich die alle selber weggehauen habe. Keine Ahnung. Aber trotzdem. Überall jetzt Fackeln hin. So. Um die Fackeln muss er sich dann selber kümmern. Hier wird es nie wieder zu dunkel sein. Das schwöre ich. So wahr mir Gott helfe. So. Ja, Torgix, da musst du ein bisschen reparieren und nachbessern. Das war jetzt ein... Ich habe die Monster nicht mehr ausgekriegt. Und deswegen hasse ich es auch. Ich werde das Haus sichern per World Edit, per World Guard. Und dann werden keine Monster mehr erscheinen. Richtig. Mach mich nicht aus hier. Nee, ansonsten sieht das ja alles soweit ganz gut aus. Also wie gesagt, wir müssen diese Villa noch gegen Monster absichern, weil das kann nicht sein, dass da einfach Monster drin spawnen. Sie gehen mir sowieso auf den Sack. Die Monster aus Minecraft, sie gehen mir einfach auf den Sack. Ich will sie nicht mehr haben. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Warte mal ab. Vielleicht hast du was im Kopf. So. Nicht mal getroffen. Chris Kaugummi sein Kopf hier. Ja, hier ein Zurechtkichern. Weißt du, was das Lustige ist? Man wird dich ganz genau in der Aufnahme hören. Das kannst du mir aber glauben. Und das kann ich nicht rausschneiden. Freche Nudel, du. Oh nee, ey. Ey, machst du echt was mit, ne? Leute, helft mir doch mal. So, und dann haben wir das hier auch soweit. So, ist das hell genug hier? Ich weiß es nicht.
Ja, anscheinend schon. Wartet mal. Wie ist der Lichtlevel? Wo finde ich den Lichtlevel raus? Leute, sagt mir mal, wo ist Lichtlevel? 10, 9, 8. Könnt ja theoretisch ein Monster spawnen. Es kann spawnen. Es kann Bohnen spawnen. Nee. Machen wir anders. Wir machen da mal einen Leuchtstein hin. Ach, wir haben ja gar keinen im Inventar. Was haben wir hier für ein Lichtlevel? Sehr niedrigen Lichtlevel. Okay. Oh, nicht traurig gucken. Was hab ich denn hier? Schere? Ach, ich hab diese Rage-Mode-Version. Gott. So, okay. Hoch genug? Ja. Ich denke schon. Hier haben wir ein Lichtlevel von... Na, 9, 6. Hier kommt noch ein Foto, ein Bild hin. Ein Gemälde später. Also wir brauchen tatsächlich einige Fackeln. Oh, oh, oh. Das ist auch ein bisschen ungünstig gemacht. Hätten wir das anders gemacht, dass wir wirklich eine Deckenstärke von 2 genommen hätten, dann hätten wir im Boden auch noch Glowstone versenken können. So habe ich es damals gemacht. So, ich hoffe, das ist auch hell genug jetzt. Hier. Vor der Tür. Wir sollten mal gucken. So. Dann haben wir das auch gleich. Und ich brauche mal wieder ein paar neue Ideen. Also wenn ihr ein paar neue Ideen habt, meldet euch bei mir. Bald geht es auch an Folge 200. Ihr wisst Bescheid, wie die Voraussetzungen sind. Wer alt genug ist, also wer 15 Jahre alt ist und Minecraft im Original besitzt, darf sich gerne bewerben. Und... Bis zu 9 Leute nehme ich mit. Inklusive mir sind es dann 10. So. Ich muss mal eben gucken. Vielleicht kommen wir hier irgendwo rauf. Zack. Ach. Darauf und einmal hoch. So, jetzt sind unsere Zäune auch schon wieder empty. Wir sollten mal gucken, dass wir uns neue Zäune machen. Und Glowstone sollten wir uns nachholen. Haben wir aber jetzt gerade nicht dabei? Nee. Vielleicht haben wir auch so noch irgendwo Zäune.
Aber ich glaube nicht. Nee. Haben wir nicht. Okay. Gut, 8 Zäune, das reicht. So. Und gut sieht's aus. Da, 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 da. So. Ach. Nee, so wollte ich es nicht haben. Na egal. Wir machen erstmal so. Und dann nehmen wir uns die Axt und hauen. Mit der Eisenaxt das Ganze wieder weg. So, ich muss mal gucken, wie das aus der Ferne aussieht. Ich muss mal gucken, haben wir Fly-Mode drin? Nein. Fly. So. Naja, es sieht eigentlich ganz passabel aus. Jetzt müsste man noch, fällt mir gerade so auf, man müsste hier jetzt noch normale rote Ziegelsteine hinsetzen, damit das auch angenehm aussieht. Hier muss man auch mal gucken, dass man eventuell... Ich glaube, den Einstieg kann man so lassen. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Die Kisten kommen irgendwann noch weg. Hier wird dann... Entsteht da noch Vegetation? Wir werden auch zur Reborn-Welt werden wir auch noch ein Portal machen, was dann natürlich nur für all die ist, die wirklich auch am Reborn-Projekt teilnehmen, bevor der Reborn-Server online geht. Er ist ja online, aber bevor wirklich alle drauf zugreifen können. Ja, ich denke. Das ist auch so ganz gut. Gut, sind auf dem Dach gelandet. Zack. Und das finde ich doch mal ganz gut. Ja, wir haben hier drin nicht mehr viel gemacht. Wir haben hier drin aber wenigstens jetzt Licht und sowas. Hier haben wir eine kleine Einbauküche, die noch optimiert wird. Und dann werden wir einfach mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme für heute auch wieder. Wir machen nächstes Mal weiter, wenn der Torgix wieder dabei ist, weil dann wird das Ganze auch interessanter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin sage ich Ciao.